So, meine Freunde, jetzt sind wir wieder da. Ich habe den Weg offscreen gefunden. Ihr habt aber auch nicht viel verpasst. Und ja, dementsprechend geht es dann halt jetzt hier weiter. Und je nachdem, wie ich das Questziel hier schaffe, werde ich dann gleich auch was vorlesen. Ich habe es euch ja versprochen. Nehme mal kinetische Druckwelle. Man soll das Portal aktivieren. Hat es jetzt gemacht? Nö. Macht die Tussi überhaupt was? Oder muss ich hier Licht machen? Ja. Oh, toll, mit kinetischer Druckwelle kann ich ja kein Licht machen. Geht's hier durch? Hier gibt's anscheinend was. Oder? Nö. Hier gibt's leider nichts für mich. Ja, Hexe, willst du das Portal nicht mal aktivieren? Oder willst du hier rumstehen und rumträumen? Noch eine Schwalbe. So. Sehr schön. Ich speichere sicherheitshalber ab. Mir ist das nicht ganz koscher. So, meine Freunde, weiter geht's. Und wir wandern hier im Dunkeln. Wanderung im Dunkeln. Mit Geralt und der Hexe. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Die haben aber richtig Vorsprung. Im Ernst, sie macht mal Licht. Hier auch nicht. Ach so. Ich aktiviere mal das Feuerzeichen, weil das hier gerade so. Hier ist eine Truhe. Zwergenschnaps. Noch wo was? Auf der Seite vielleicht? Nö. Außer diese Statue hier. Ja, speicher mal. Genau. Immer gut. Hier gibt's sonst auch nichts. Nee, ich will keine Pilze. Sonst noch was, was mir meine Hexersinne hier anzeigen? Haben Sie einen? Na gut, hier müssen wir hoch. Ich habe die Vermutung, das wird hier gleich richtig spannend, Freunde. Oh, 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 oh. Da, die wilde Jagd. Auch noch ein Magier. Mächtiger. Esse, esse. Ta pardone. Milini hamar. Rein! Shit. Oh oh. Wir dürfen kämpfen. Was ist jetzt los? Ich wollte es gerade sagen. Ich dachte schon, das Spiel wäre eingefroren. Wow, bleib mal locker. Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit dem Metzia-Quest Zwoke ab. Bleib dicht bei mir. So, dann wollen wir mal das Schwert ziehen. Fertig, bleib bei mir. Alles klar. Wir müssen bei ihr bleiben, damit ihr Bescheid wisst.
Wegen der Kälte alleine schon. Und sie hat auch eine Kampfanzeige. Gut, das heißt, ja, wir müssen kämpfen. Oh, Alter, das geht gleich richtig ab. Hunde der wilden Jagd. Nicht mit mir. Wow. Kümmer dich um die Monster. Ich kann sie nicht am Leib halten. So. Das wäre geschafft. So eine feigen Affen. Schicken die ihre Hunde los, ey. Feige muss man denn sein, bitteschön. Ey, man nicht so schnell, Lady. Ich muss nämlich mithalten hier. Welches willst du schließen? Ach, das. Na, wo bleiben sie? Nein! Die Jagd war die, wo, wenn ihr den ersten Part von mir gesehen habt, dann wisst ihr auch automatisch gleich, dass, ja, die wilde Jagd die sind, wovon Geralt am Anfang geträumt hat, dass Ciri entführt wurde beim Training. Das kennen wir ja schon alles. Ja, dann zauber mal, mein Freund. Was ist das? Die weiße Kälte. Kannst du die Risse verschließen durch... Ja. Bleib dicht bei mir. So, war ja klar, dass ich jetzt wieder nicht speichern kann. Ja, ich behalte mal das Feuerzeichen. Sehr gut. Ich bleib mal hinter hier. Na komm schon, jetzt muss es aber was werden. Ich darf nicht raus. So. Verbrannt, du Viech. Ah! So. Der hat durchs Feuer einiges abbekommen. So, haben wir hier auch noch ein bisschen was eingesammelt. Sehr schön. Ja, ich hoffe es mal. Gut, dass die eine Feuerschwäche haben, diese Hunde. Das größte Level haben sie ja auch gerade nicht. So, jetzt packen wir das aber.
Komm! Komm her! Komm! Na, was denn? Schiss oder was? So, erstmal was essen wir. So. So, das war dann Nummer 2. Und den letzten. Sofern die dann nicht wieder neue beschwören. Ich hoffe nicht. So, das packen wir jetzt. Gleich 3 auf einmal. Na los. Ich warte. Los, komm. Du auch noch. Zack. Oh, noch einer. So, und noch einer. Ah! Geschafft. Sehr schön. Ein Brot essen. Dann haben wir nur noch 7 Zwiebeln. Aber das packen wir auch noch. Was ist los? Yes! Gepackt. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Oh, die Arme ist erschöpft. Wenn du nicht weitergehen kannst. Du kannst mich doch nicht hier lassen. Das würde ich nie tun. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß, ich weiß. Aber das können wir leider nicht. Jipp, wir müssen wirklich weiter. Halt mal, ich will mir das da mal angucken. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon. Mich mit der Druckwelle hier weiter? Nee. Wo hat sie jetzt was geöffnet? Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Alles klar. Ich will hier noch ein bisschen looten, wenn ich ehrlich bin. Anscheinend ist uns das nicht möglich. So. Ich würde gerne jetzt nochmal Quatsch meditieren. Das hat mich schließlich auch ein bisschen viel Kraft gekostet. So. Dann würde ich gerne speichern. Weil wir haben ja jetzt schon großen Fortschritt geschafft. Und jetzt geht's weiter. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich geil, hier ist noch. Nee. Doch keine Truhe, schade. Gib's endlich zu. Ja, niemals. Warte, Mädel. Bevor du weitergehst. Hier kann ich mit der kinetischen Druckwelle was öffnen. Sehr schön. Brauche ich Igni, das schöne Feuerzeichen, um das Gift hier zu verbrennen. Und hier hoch. Vielleicht versteckt sich hier ein kleiner Schatz für mich. Ich hoffe es. So, jetzt gucken, wo es hier weitergeht. Hier ist zwar Licht, aber ich sehe hier gerade gar nichts. Ah!
Hier ist eine kleine Truhe, Eisenerz und so weiter. Ey! Noch einer, der was will. Sehr schön. Und hier die Truhe jetzt. Schauen wir uns mal später an. Sag bloß, hier gibt's auch noch was. Nee. Hier leider nicht. So. Ja gut, da müssen wir uns hier jetzt wieder durchzwängen. Aber das schaffen wir auch. Das ist kein Problem. Und hier die Truhen hätte ich beinahe übersehen. Oder ist das überhaupt eine? Doch, dahinter. Alter Schwede. Gibt's doch nicht, Alter. Jetzt geht's hier aber so richtig ab in dem Game. Gefällt mir so ein bisschen, muss ich sagen. Weil die Action hat mir in letzter Zeit auch ein bisschen gefehlt. Warte. So, nee, Freundchen, so nicht. Erstmal speichern. Dann meditiere ich nochmal. Weil wenn ihr uns erwartet, dann erwartet uns auch ein Kampf. So. Wow. Alter, was für ein Freak, Mann. Du bist Sturdeune. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Das muss ich alleine machen. So, kein Problem, die besiegen wir. Diese scheiß Hunde auch. Nein, der hat, Alter. Der hat uns weggeboxt. Ja, ich komm schon. Ja, Mann, bleib cool. Wir müssen jetzt viel essen. Nein! Nein, wir sind gleich platt, ey. Verdammt! Wir müssen uns erstmal regenerieren. Nix da. So! Du Pisser! Nicht mit mir hier. Gib mal deine Sachen her. Sehr schön. Sehen wir uns um. Wenn ich mich täusche, sind wir im Labor. So, Alter, jetzt muss ich speichern. Jetzt muss ich echt speichern, Leute. Heftig. Und ich meditiere. Krass. Mit dem Typen war nicht zu scherzen. Der hat zwar nicht so viel auf dem Kasten gehabt, aber der war stark alleine schon durch seine Magie. Gibt's hier irgendwo Schätze? Nee, ne? Hier nicht.
Doch hier. Gleich zwei Truhen. Zwergenschnaps. Oliven. Und mehr nicht. Naja, gut, immerhin. Das muss reichen. Na schön. Sehen wir uns die. Hier gibt's auch noch was zum Einsammeln. So. Sieh heil. Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Interessant. Deutlich ihre Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten wir wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ziel. Ja, leider Gottes. Wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. So Lügnerin. Du hast sie bisher nicht erwähnt. Warum nicht? Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt so sieht's aus. Natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe. Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Ja, ich weiß das auch nicht. Kennst du diese Hexen? Diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun. Hinterlistig. In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wo finde ich diese Hexen? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Hänsel und Gretel. Geil. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Herrinnen des Waldes. Gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Erstmal will ich gucken, ob ich hier noch was klauen kann. So. Hier scheint noch eine Truhe zu sein. Sonst noch wo was? Ich schätze mal, das war's. Hier gibt's noch was. Ah, noch eine Truhe. Sehr schick. Und wieder ein paar Rezeptseiten. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler.
Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ja, wie oft willst du nicht noch wiederholen, Junge? Wie oft willst du nicht noch wiederholen, Junge? Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Probier's aus. Dann weißt du es. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Na dann. Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Das kannst du haben. Das dürfte sehr schön, danke schön. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Die steht anscheinend immer noch auf uns. Ich habe so das Gefühl, wir haben in dem Spiel so mit 2-3 Frauen zu tun. So, hier wird's freigemacht. Ich will lieber nochmal speichern. Ach, ich kann jetzt nicht speichern. Wohin der Durchgang? Auch nicht schlecht. Ja, nach draußen hoffe ich doch. Hörst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Na dann. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Gut, ich helfe dir. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan. Wir finden dir bestimmt etwas. Yeah, Stufe 6 erreicht. Verfügbare Punkte ein. Dann gehen wir nochmal auf Character. Und verteilen erstmal hier einen Punkt. So, aber was machen wir denn jetzt mal? Oh, genau falsch, das wollte ich nicht. Hierhin, so. Verfügbare Punkte, Vitalität. Was ist das? Artzeichen. Igni-Zeichen. Was haben wir hier unten? Rüstungsschmelze, Igni-Zeichen. Nachthaltige Glyphen. Täuschung. Machen wir Täuschung oder verstärken wir Igni? Yldren, Rüstungsschmelzen. Ja gut, wir machen mal Igni. Und setzen das genau hier hin. Jetzt wäre noch schön, wenn wir ein kleines blaues Mutagen hätten. Oh, ich drücke immer die verkehrte Taste. Ist ein bisschen blöd. Yes! Und genau das haben wir auch hier. Aber wir können... Ah, shit, wir können es ja eh nicht einsetzen. Ist ja noch gesperrt. Ich speichere jetzt nochmal. So, und wie gesagt, ich wollte ja was vorlesen, dann, ja, dann mache ich das jetzt gleich nochmal. Jetzt muss ich gucken, wo ich das Buch habe. Hier sind Bücher, geil, wurde ein extra Platz gemacht. So, angewandte Magie, nein. So, Tagebuch, nein. Ich will das über die Hexen lesen. Wenn ich wüsste, wo das Buch ist. Oder ist das doch hier mit bei? Alter, wir haben ganz schön viel von diesen blauen Dingern. Von den Mutagenen. Hier ist ein Buch. Gut, Questgegenstand.
Die Götter haben uns verlassen, das Mächtige, die Götter haben uns verlassen, das Mächtige dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herren in des Waldes wachen über Wählen in schlimmen Stunden. Wenn Krankheit und Hunger uns pflegen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe flehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhöhen sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Such das Heiligtum der Herrinnen, dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf das es Naschwerkfolge zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schrein aus. Die guten Herrinnen werden dich dort, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wird es verlangt. Wird deine Bitte erhört. Ja, jetzt wissen wir so einiges erstmal über die Herrinnen des Waldes. Und auch, somit halt, nein. Oh, zurück. Und halt auch somit viel jetzt über den Spielstand, über das Spielgeschehen oder was unsere nächste Aufgabe hier sein wird. So, wegwerfen. Ich muss mal auf die Schuhe. Weil da kann ich einen Slot einsetzen, aber wie? Ich habe keine Ahnung, was ich da reinsetzen kann. Außer diese Glyphen, das weiß ich ja. Aber wir haben, alter geil, wir haben eine neue Hose. Yeah, wir sind doch stärker. Das gefällt mir gut. So, Kleinartglyphe. Sagen wir hier, kleiner Morana Runstein. Runstein wird in der freien Fassung eines Schwertes platziert, um den Eigenschaften zu verbessern. 2% Chance auf Vergiftung, 2% Chance auf Taumeln. Ja, wenn ich so ein Schwert hätte, wäre das geil. Und wir können jetzt hier Axiglyphe einsetzen. In die Schuhe. Ne, in die Hose. Und das Artzeichen hier. Boah, auch in die Hose oder was? Laber nicht. Im Ernst? Jetzt beides in der Hose drinne? Was kann denn die schöne Hose denn jetzt? So. Boah, plus 2% Durchbohrungsschaden Resistenz, plus 2% Schmetternresistenz, plus 4% Aufschlitzenresistenz. Das ist doch geil, Mann. Hier das Schwert plus 3. Und hier auch noch eins. Minus 5. Oh, das bringt uns aber nichts. Auch wenn es 2 Slots hat, das bringt's nicht. Was haben wir hier? Kleiner Tschernobock-Runstein. Was wirklich nützlich ist, wäre das Schwert hier. Plus 3. Und das wird. Das hat minus 3. Igni-Zeichen, Intensität, kritische Trefferchance, ja. Ja gut, wir müssen das jetzt so machen. Uns bleibt da jetzt leider Gottes nichts anderes über. Was haben wir hier? Gesellen-Rüstungsreparatur-Set. Ja, nicht schlecht. Ja, das heben wir uns auf. Jetzt war es das auch hier soweit von mir jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir haben 350 Erfahrungspunkte erhalten. Neue Quest, magische Lampe. Das werden wir alles beim nächsten Mal machen. Schau.